So Leute, und zwar darf ich euch heute zum letzten Video in 2020 begrüßen und das wird ein ganz besonderes, denn ich fasse euch nochmal unsere Highlights des Jahres in einem Video kurz und knapp zusammen. Was wird euch erwarten? Euch wird erwarten, welche Neuerungen konnten wir dieses Jahr in unserem Büro einführen? Wie war Corona für uns? Unsere Zahlen, unsere geschäftlichen, einmal zusammengefasst, die spannendsten Verkäufe, ein Ausblick aufs nächste Jahr und ich verrate euch, wo Exxon ist, denn der ist gerade nicht mal in Deutschland. Bevor wir starten, ich habe mich heute für euch besonders in Schale geworfen, denn ich nehme dieses Jahr teil an der Ugly Christmas Sweater Challenge. Wenn ihr auch so ein besonderes Prachtstück von Weihnachtspullover habt, dann macht doch davon mal ein Foto und postet mir das in die Kommentare. Ich bin gespannt davon zu erfahren. Dann starten wir mit dem Video. Was sind die größten Neuerungen für uns geschäftlich in diesem Jahr gewesen? Und zwar haben wir unseren Kastenwagen in Betrieb genommen. Die Umzugshilfe, die wir unseren Kunden zur Verfügung stellen, ich glaube, der war fast das ganze Jahr ausgebucht. Neuerung 2, die sitzt da drüben. Und zwar ist Alina zu uns gekommen im Februar. Und die hält uns so mordsmäßig den Rücken frei in unser absolutes Goldstück. Die springt später auch nochmal vor die Kamera und ist Teil dieses Videos. Dann haben wir seit Anfang des Jahres ein neues 3D-Besichtigungssystem. Nicht nur eine normale 3D-Besichtigung, so wie man sie mittlerweile fast schon kennt, sondern wirklich eine Gerätschaft, die einen kompletten 3D-Scan über alle Etagen einer Immobilie anfertigt. Sehr, sehr geiles Teil. Neuerung Nummer 4 ist, dass wir auch seit Mitte des Jahres mit einem automatischen Anfragenmanager arbeiten. Das bedeutet, wenn wir eine eingehende Anfrage bekommen, wird die automatisch über das System, und zwar postwendend, beantwortet. Und damit sind wir für unseren Weihnachtsurlaub und den Corona-Lockdown im Sinne unserer Kunden natürlich bestens gerüstet. So, und dann haben wir unser Jahr für euch nochmal in Zahlen zusammengefasst. Und beginnen möchte ich gerne bei der Kaffeemaschine, denn die zählt mit. Und Alina hat vorhin mal kurz geguckt, wie viele Kaffee wir bisher schon ausgegeben haben. 3.352. Ein ernstes Thema. Wie war Corona für uns und die Immobilienbranche an sich? Und da muss ich wirklich auf Holz klopfen und sagen, für uns und die Immobilienbranche bzw. den Markt, speziell hier in Ingolstadt, war es tatsächlich fast ein Segen. Und deswegen bin ich wirklich in Gedanken bei jedem Selbstständigen, bei jedem Unternehmer, der dadurch beeinträchtigt wurde, weil die Leute tun mir einfach nur verdammt leid. Für die Immobilienbranche war es so, dass die Leute dann dementsprechend eigentlich jetzt viel stärker auf der Suche nach Kaufimmobilien waren. Und der Ingolstädter Immobilienmarkt, der hat ja schon so ein bisschen geschwächelt. Wer Ingolstadt kennt, der weiß, alles hängt hier an der Audi. Mit der Dieselaffäre ist der Markt hier ein bisschen abgekühlt und Corona hat ihn einfach nochmal befeuert. Und die Leute fragen mich dann, warum oder wieso. Und ich für mich persönlich habe da ganz gute und konkrete Gründe gefunden. Denn erstens, die Leute waren viel mehr zu Hause. Damit wissen sie, was bedeutet mein Zuhause? Wie kann ich es mir hier schöner machen? Was kann ich besser machen? Aus dem Grund waren alle Heim- und Handwerkermärkte vollkommen überlaufen. Zweitens, so ein lästiges Thema wie eine Immobilie kaufen, wo viel Engagement notwendig ist, wo man sich einarbeiten, informieren muss. Dafür braucht man viel Zeit. Die Zeit haben die Leute dann gefunden während Corona. Und drittens, das Geld ist eigentlich nochmal billiger geworden von den Banken, sodass da auch kein Riegel vorgeschoben wurde. Plus viertens, für mich persönlich eigentlich die Gefahr der Inflation steigt und viele Leute deswegen aus Angst der Geldentwertung eigentlich dann in Realwerte und da eben explizit Immobilien gerne investieren. Corona ist ein schlimmes Thema, es gibt aber trotzdem auch noch andere Stellen und Ecken auf dieser Erde, wo Gutes getan werden muss und da engagieren wir uns gerade. Exxon ist in dieser Mission unterwegs, dazu erzähle ich euch dann aber auch gleich nochmal mehr. So, und dann möchte ich euch noch ein bisschen was dazu erzählen, was waren denn die spannendsten Verkäufe und Vermietungen, die wir dieses Jahr erlebt haben. Die erste spannendste Sache war, dass wir eine Vierzimmerwohnung verkaufen durften. Die Eigentümer selber hatten einen Neubau schon gekauft, der aber noch lange nicht fertig war. Somit sind wir sehr, sehr früh mit dem Verkauf gestartet. Vielleicht zu früh, denn wir hatten schon jemanden, der eigentlich kaufen wollte, der ist dann schlussendlich abgesprungen, weil der Vorlauf zu lang war. Dann haben wir gesagt, okay, wir pausieren die ganze Sache noch einmal,
haben dann fast ein Jahr gewartet, bis wir dann wirklich kurz vor knapp waren und haben dann einfach diese Interessenten nochmal gefragt, ob sie Interesse haben. Die haben damals abgesagt, nee, das dauert uns zu lange, und haben dann doch zugeschlagen, weil sie in der Zwischenzeit nichts anderes gefunden haben. Das war wirklich eine lustige Sache. Dann haben wir vorhin mal geschaut, wie viele Besichtigungen hatten wir denn dieses Jahr. Alina, wie viele Besichtigungen haben wir zusammen gemanagt? 517. 517 Besichtigungen, die fast alle du ausgemacht hast und mindestens die Hälfte davon auch wahrgenommen. Dann weniger spannend, aber vor allem im Hinblick Corona haben wir eigentlich dann rückblickend betrachtet diese Vermarktung sehr genossen. Anfang des Jahres hatten wir dann ein größeres Architektenhaus im Verkauf. Die Nachfrage war gigantisch, sodass wir uns dazu entschieden haben, einen Open-House-Termin nach amerikanischem Modell zu initiieren. War dann tatsächlich der letzte Verkauf vor dem Lockdown, bevor wir dann alles umstricken mussten. Und dazu gibt es übrigens auch ein gesondertes Video, was ihr weiter unten in der Chronik findet. Den nächsten Krimi-Verkauf, den hat der Exxon gehabt. Der ist ja heute leider nicht im Büro, deswegen schalten wir ihn einfach mal kurz dazu und dann soll er uns mal erzählen, was da genau los war und wie dieses Geschäft abgelaufen ist. Der schwierigste Verkauf 2020 für mich war definitiv das Mehrfamilienhaus in Lenting. Worin bestand die Schwierigkeit? Wir hatten einen Käufer, der zum Zeitpunkt des Kaufs Eigentümer einer Eigentumswohnung war. So, für den Kauf brauchte er die Eigenheimzulage und das Baukindergeld. Dafür wiederum muss er zum Zeitpunkt des Kaufvertrags, also des Notartermins, seine Wohnung vorher verkauft haben. Es ist also äußerst schwierig, einen Käufer für diese Wohnung zum geeigneten Zeitpunkt zu finden. Und als ob das jetzt nicht schwer genug war, kam noch eine weitere Schwierigkeit hinzu. Und zwar die Eigentümer des Mehrfamilienhauses in Lenting hatten Mieter, die nicht rechtzeitig räumen konnten, weil die nichts Neues gefunden haben. Das war eine Familie aus Eritrea und für die wiederum haben die Eigentümer aus Lenting auch eine neue Wohnung kaufen müssen. Insofern haben wir drei verschiedene Transaktionen gehabt. Es war äußerst schwierig und hat sehr viel Fingerspitzengefühl bedarf, das alles eben zu managen, weil wenn einer von den Leuten in der Kette kalte Füße gekriegt hätte und abgesprungen wäre, wäre das ganze Konstrukt ist dann ineinander zusammengefallen. Insofern war eine Menge Vertrauen da und zum Schluss haben wir es geschafft, alles zu managen und jeder in der Kette war am Ende glücklich. Wenn man sowas geschafft hat, dann traut man sich in 2021 alles zu. Wie ihr seht, das war wirklich eine spannende Kiste, aber was ihr auch seht, ist, dass wir immer 120% für jedes Geschäft und für jeden Kunden geben, um alle glücklich zu machen. Hat Gott sei Dank in diesem Fall dann auch hervorragend geklappt. Die nächsten spannenden Zahlen. Was haben wir denn dieses Jahr tatsächlich an Immobilien hier im Büro gedreht? Wir haben jetzt mal geguckt, wie viele Vermietungen wir dieses Jahr hatten. 50. Und wie viele Verkäufe? 32. 32. Also haben wir insgesamt fast die 100 Stückmarke geknackt. Und da kommen wir dann auch gleich nochmal zur nächsten interessanten Zahl. Mal kein Verkauf, sondern eine Vermietung. Wir durften dieses Jahr ein ganz tolles Immobilienprojekt begleiten. Gestemmt wurde das durch eine Powerfrau, die hat das alles alleine gerockt und zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 10 Wohnungen gebaut und die hat so geil ausgestattet und hatte wirklich einen fairen Preis. Die Wohnungen waren alle in einer Woche weg und sowas habe ich auch noch nie erlebt. 10 Wohnungen in einer Woche. Und weil ich gerade eben gesagt habe, wir haben fast eine 100er-Marke geknackt. In diesem Fall haben wir sie getoppt und darauf bin ich wirklich mächtig stolz. Vor allem auch auf Alina und Exxon, denn nur gemeinsam konnten wir das schaffen. Und zwar haben wir über 100 Google-Bewertungen. Wie viele genau? 144. 144 und dieses Jahr haben wir die allerlängste ever bekommen. Die müsst ihr euch echt mal reinziehen. Das war ein Augenschmaus, sowas zu lesen. Und die letzte Sache, die ich jetzt euch gerne erzählen möchte, weil das ist ein Projekt, auf das wir sehr stolz sind, dass wir das so erfolgreich managen konnten, ist ein Neubauprojekt im Süden von Ingolstadt, ein Mehrfamilienhaus mit 8 Wohnungen. Da konnten wir jetzt vorletzte Woche auch die letzte Wohnung verkaufen. Damit ist das Projekt abgeschlossen. Wir haben es begleitet vom ganz am Anfang bis zum Schluss. Dazu wird es dann in der Zukunft im nächsten Jahr nochmal ein gesondertes Video geben, aber eine interessante Story. Die letzte Wohnung war ein bisschen verzwickt im Haus angelegt, mit einem schwierigen Gartenanteil, beziehungsweise konnte man sich das schlecht vorstellen. Da haben wir gemerkt, bei der Wohnung hängen wir. Dann haben wir gesagt, wir machen eine kurze Pause,
warten, bis der Bau weiter vorangeschritten ist, haben dann nochmal vollkommen neues Marketing initiiert und auf einmal hatten wir weit über 10 Besichtigungen und 3 Kaufzusagen im ersten Termin. Und da sieht man immer, was Marketing eigentlich dann tatsächlich unterm Strich ausmacht. Für jeden, der mir noch nicht in Instagram folgt, ihr findet mich unter dem Namen dr.immobilien oder auch genannt Dr. Immobilien, denn da habe ich heute Vormittag für euch nochmal die lustigsten Story-Highlights aus 2020 komplett zusammengefasst. Die solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Wenn wir 2020 abschließen, ist die Frage, wie geht es 2021 weiter? Denn da haben wir auch wieder viele neue Ideen. Zum einen wird unser Team nochmal verstärkt werden. Dann werde ich nochmal neue Geschäftsfelder erschließen, denn ich plane mein Wissen, das ich mir als Immobilienmakler und auch als selbstständiger Unternehmer aufgebaut habe, gerne mit euch zu teilen. Und zu guter Letzt natürlich vor allem auch viele eingefahrene Prozesse hier bei uns im Immobilienbüro nochmal vollkommen neu zu denken, immer weiter an sich zu schleifen, damit wir einfach die beste Version von uns selbst sein können. Wie ihr gesehen habt, Exons Platz ist leider leer, schon fast seit einer guten Woche. Alina und ich vermissen ihn schon und sind auch ein bisschen traurig. Aber er ist unterwegs in wichtiger und vor allem richtiger Mission. Denn abseits Corona, habe ich gesagt, gibt es andere wichtige Sachen auf dieser Welt, die nicht vergessen werden sollten. Exon befindet sich gerade im Kosovo. Wir haben die letzten 2 Wochen einfach im Freundes- und Bekanntenkreis dafür einfach nochmal Geld und Sachspenden gesammelt. Er gibt die gerade ab. Und er wird euch jetzt mal kurz berichten, wie das Ganze so läuft und welchen Menschen er damit eine Freude bereiten durfte. Servus zusammen, liebe Grüße aus Kosovo. Dalan und ich sind gerade auf Heimatbesuch und haben vor unserem Trip bei unseren Freunden, aber auch Verwandten Spenden gesammelt. Geld, aber auch Sachgüter. Es ist eine beträchtliche Menge zusammengekommen. Die haben wir dann an notdürftige Familien hier in Kosovo verteilt, aber auch ans SOS Kinderdorf unter anderem. Und einem Verein zur Behandlung von Autismus. Die Leute schauen mich ein bisschen schräg an, wenn ich hier Deutsch rede, aber eigentlich ist Deutsch auch so gesehen die zweite Amtssprache in Kosovo. Insofern, liebe Grüße aus Kosovo, ciao, ciao. Und an dieser Stelle möchte ich mich vor allem auch nochmal an alle meine Kunden, Freunde, Gäste hier im Büro bedanken. Denn immer, wenn wir mal kleine Freuden bereiten dürfen, irgendjemandem helfen, wir keine Rechnung oder ähnliches schreiben, dann bitten wir jeden Gast immer eine kleine Spende hier in dieses Häuschen zu tun. Wir haben es jetzt komplett geleert und mit abgegeben und da ist wirklich eine ganze Menge zusammengekommen und deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank an alle, die uns dabei unterstützt haben. Dann denken wir natürlich nicht nur an andere Menschen, sondern auch ganz viele liebe Menschen an uns. Deswegen an dieser Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an alle Kunden, an alle Freunde, an unsere Familie für die ganze Unterstützung in diesem Jahr. Macht wirklich großen Spaß, mit so tollen Menschen um sich zu arbeiten. Passt auf euch auf, wünschen euch frohe Weihnachten, kommt gut ins neue Jahr und dann sehen wir uns mit vollem Elan und voller Motivation nächstes Jahr wieder.